Hallo, liebe Freunde, ich möchte euch heute im Rahmen meiner kleinen Serie über christliche Sondergemeinschaften etwas über eine neue Gruppe aus Südkorea berichten. Die nennt sich Xinjiangji. Manchmal wird auch hinter dem CH noch ein E gesetzt, aber man spricht es wohl irgendwie so aus. Ich kann kein Koreanisch, aber Xinjiangji ist eine Bewegung, das heißt auf Deutsch Neuer Himmel, Neue Erde. Und die wurde 1984 gegründet von einem Menschen namens Lee Man-hee, eine koreanische, manche sagen Sekte dazu, Glaubensgemeinschaft, religiöse Gemeinschaft. Ihr könnt euch selbst ein Urteil bilden, was das ist und ob das vielleicht gefährlich ist, ob das eine Irrlehre ist, ob man davor warnen soll. Hört euch einfach an, was es mit dieser Gruppe auf sich hat. Ich habe hier geschrieben, sie missionieren in Deutschland tatsächlich seit ein paar Jahren, auch hier bei uns in Marburg. Deswegen sind wir darauf aufmerksam geworden und deswegen möchte ich darüber ein bisschen aufklären, was es mit der Gruppe auf sich hat. Es ist eine Endzeitgruppierung. Sie sehen sich als die auserwählte Gruppe, die auserwählten 144.000, die Versiegelten sind, wie es in der Offenbarung 7 heißt. Und wenn ihre Zahl voll ist, dann soll das neue Jerusalem herabkommen. Sie verstehen sich sozusagen als die Vorboten des neuen Jerusalems. Sie sind diejenigen, die Mitglieder der Xinjiangji-Kirche, die dann, wenn das neue Jerusalem auf der Erde errichtet wird, ewig als Priesterkönige hier leben werden. Wie ist es dazu gekommen? Ein kurzer Ausflug in die Entstehungsgeschichte von Xinjiangji. Der Gründer, wie gesagt, hieß oder heißt Li Man-hee. Li ist sein Nachname, Man-hee sein Vorname. Also in Deutsch würden wir sagen Man-hee Li, aber in Koreanisch wird der Nachname immer vorangestellt. Deswegen nenne ich ihn jetzt mal Li Man-hee. Er ist am 15.09.1931 geboren in Chengdu in Korea und es gibt die Erzählung, dass sein Großvater schon von einem großen Licht geträumt habe, das vom Himmel gekommen sei und deswegen hat er seinen Enkel Man-hee genannt, das heißt großes Licht, umfassendes Licht. Der kleine Man-hee wurde zunächst von baptistischen Missionaren christlich getauft und ging dann durch verschiedene christliche Gruppierungen, die meistens schon sehr endzeitlich charismatisch waren. Er gehörte zunächst zum Olive Tree Movement, dann ab 1967 zum Tent Temple Movement. Und in dieser Gruppe wurde schon propagiert, dass Jesus nur in Gleichnissen geredet habe. Alles ist irgendwie ein Gleichnis. Und dass man eine bestimmte Auslegung bräuchte, die ganz erleuchtet sei, um die Bibel richtig zu verstehen. Diese Gruppierung, das Tent Temple Movement, hat sich dann aufgespalten in drei Flügel. Und einer dieser drei Flügel, der wurde von Lee Man-hee übernommen. Und der hat dann am 14. März 1984 diese Gruppe Xinjiangji aus diesem Flügel gemacht. Ihr seht hier das offizielle Symbol von Xinjiangji. Da steht auch 1984, März 14. unten drin. Und das ist das Gründungsdatum, was heute ein Feiertag ist für die Gruppe. Der Gründer Lee Man-hee ist heute jetzt, in diesem Jahr 2021 90 Jahre alt. Er trägt in Anlehnung an Offenbarung 3, Vers 5, wo von weißen Kleidern die Rede ist, meistens einen weißen Anzug. Dann nimmt er auch oftmals nach Offenbarung 2, Vers 27 einen Eisenstab in die Hand. Er versteht sich nicht als Gott oder Erlöser, aber schon so als eine Art Endzeitprophet oder Messias, als der endzeitliche Hirte, der den Anspruch hat, als einziger den Schlüssel für das richtige Verständnis der Bibel zu besitzen. Und ja, schon so als eine Art Christus, ich aber sage euch, so liest man also in dieser Gruppe die Bibel allein in seiner Interpretation, weil man sagt, er ist der Einzige, der die Bibel richtig verstehen kann.
Was lehrt die Gruppe dann? Nach Ansicht von Xing Zhongzhi sind alle biblischen Geheimnisse in Gleichnissen erzählt, und zwar in Paaren angeordnet. Es werden immer zwei Bibelstellen einander zugeordnet, ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen und dann miteinander in Beziehung gesetzt. Und dabei wird ganz oft so ein dramatischer Dualismus konstruiert, eine Lichtwahrheit und eine Dunkelheitswahrheit, eine satanische Wahrheit gegen eine göttliche Wahrheit. Also es wird ein eigenes, mit einer eigenen Brille auf die Bibel geguckt und dabei ein Geschichtsszenario eröffnet, eine Art Dispensationalismus, dass es verschiedene Zeitalter gab. Man sagt in der Gruppe, dass es immer so 2000-jährige Zeitabschnitte gab, zunächst von Adam zu Abraham, dann von Abraham zu Christus und dann von Christus bis zur Gründung von Xing Zhongzhi. Und jetzt leben wir also in dem allerletzten Zeitalter, in der Zeit der Ernte, die sehr kurz sein wird, und dann wird das tausendjährige Reich folgen. Vom Gottesbild her wird die Trinitätslehre abgelehnt. Vater, Sohn und Geist sind für sie drei eigenständige Wesen. Ansonsten ist es gar nicht so einfach, etwas über die Lehre herauszufinden. Die Lehrbücher von Li Manhi sind nicht so frei verkäuflich und zugänglich. Das Kursmaterial wird schon auch großenteils unter Verschluss gehalten und nur denjenigen mündlich weitergegeben, die dann an den Kursen teilnehmen. Sie sind sehr zurückhaltend mit der öffentlichen Verbreitung des Gedankengebäudes, weil sie inzwischen nämlich auch angefeindet werden. Sie haben sich ausgebreitet. Wie viel Anhänger gibt es ungefähr? Es ist nicht so ganz klar, wahrscheinlich so ungefähr 100 bis 200.000, die allermeisten in Korea. 2019 gab es hier in Korea eine riesen Graduation-Feier, die ihr hier auf dem Foto seht. Da waren 50.000 Leute in einer Riesenhalle anwesend, noch weitere 50.000 online zugeschaltet. Es sollte der Abschluss eines Xing-Zhongzhi-Glaubenskurses gefeiert werden mit 100.000 Leuten. Also scheinen schon viele Leute dazu zu gehören. In Korea haben sie eine rasante Verbreitung angenommen. In Deutschland wird jetzt auch missioniert. Die beiden größten Gruppen sind in Frankfurt und in Berlin, aber auch in anderen Städten noch. Aus diesen Großstädten Frankfurt und Berlin gibt es dann sozusagen ausgelagerte Zentren. Man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen, dass hier lauter Koreaner rumrennen und versuchen, hier für die Gruppe mit Schildern Xing Zhongzhi zu werben, sondern es ist alles ganz anders. Es sind größtenteils Deutsche, die inzwischen gewonnen wurden, oder internationale Studierende, aber die Missionsarbeit in Deutschland wird von deutschen, deutschsprachigen, deutschstämmigen Mitgliedern übernommen, so die auf andere Deutsche wieder zugehen. Man benutzt dabei den Namen Xing Zhongzhi gar nicht, weil man sich inzwischen als verfolgt erachtet, als diskriminiert, weil der Name von Weltanschauungsbeauftragten sozusagen als Sekte gebrandmarkt wird, weil es solche Videos gibt, wahrscheinlich wie meins, was ihr jetzt hier auch gerade seht. Und deswegen benutzt man diesen Namen in Deutschland nicht, in Korea schon, Amerika auch. Da könnt ihr, wenn ihr auch unten, habe ich euch die Website von der amerikanischen Vereinigung mal reingetan, da könnt ihr Informationen auf der amerikanischen Website kriegen. In Deutschland gibt es gar keine richtige Website von ihnen. Es gibt auch kein deutschsprachiges Material, was so online verfügbar wäre. Es ist alles sehr geheimnisvoll. Sie wollen damit eben Leuten einen unvoreingenommenen Einstieg in ihre Gruppierung ermöglichen, ohne dass sie gleich kritische Sachen über die Gruppe lesen. Deswegen benutzen sie viele verschiedene Namen und haben so Nebenorganisationen, zum Beispiel die HWPL, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, eine Friedensorganisation, die hat auch eine Jugendorganisation, IPYG, International Peace Youth Group, und die IWPG, die International Women's Peace Group. Nach außen hin
versuchen sie also zu zeigen, sie sind für Frieden und setzen sich für den Weltfrieden ein. Man unterstützt auch soziale Aktionen in Korea, Umweltaktionen. Man schmückt sich gerne mit Fotos mit Politikern und nutzt diese Kontakte dann auch, um nach außen zu zeigen, wie seriös man ist. Es wird also instrumentalisiert, dieses politische und soziale Engagement. Kennzeichen der Bewegung sind oft gelbe Krawatten mit dem Namenszug von Lee Man-hee drauf. Und manchmal gibt es auch das Handzeichen, ein L, was man so die Zeigefinger und Daumen abspreizt. Ob das auf den Namen Lee hinweist, weiß ich nicht, ich nehme es mal an. Wie ist die Missionsstrategie von Xing Zhongji? Es beginnt meistens mit einem persönlichen Kontakt. In Deutschland jetzt ist die Zielgruppe oft Studierende in Universitätsstädten, ganz beliebt auch Theologiestudierende, oder sie gehen in bestehende christlichen Gemeinden, die Präsenzgottesdienste feiern, versuchen dort in Kontakt zu jungen Leuten zu kommen und unverbindlich erstmal Interesse zu zeigen, ob nicht jemand Interesse hätte an einem gemeinsamen Bibelstudium. Vor allem suchen sie sich Menschen heraus, Studenten, die noch nicht so ein Beziehungsnetz in einer Unistadt haben, die vielleicht einsam sind, die aber schon im christlichen Glauben irgendwie verwurzelt und interessiert sind. Wie gesagt, es sind deutschsprachige Menschen, die jetzt auch nicht den Namen Xing Zhongji in den Mund nehmen, sondern die sagen, hier hättest du nicht Lust mit, dass wir uns mal zum Bibellesen treffen könnten. Jetzt in Corona-Zeiten versucht man übers Internet Kontakte zu kriegen. Sie lesen sich Facebook- und Instagram-Profile durch, wo Leute was Christliches schreiben, wo man sagt, ich studiere Theologie oder so. Mit denen versucht man Kontakt aufzunehmen und ja, solche Menschen, die sowieso am christlichen Glauben interessiert sind, mit der eigenen Sicht des christlichen Glaubens in Berührung zu bringen. Dann trifft man sich zum Bibellesen, zunächst vielleicht zu zweit, dann in so Mini-Hauskreisen und das Ziel ist es dann, einen interessierten Menschen in einen Kurs mit hineinzunehmen. Dieser Kurs, der soll 8 Monate dauern. Wirklich ein großer Kurs, wo intensiv die Bibel studiert wird, dreimal die Woche, jeweils eine Doppelstunde. Und es ist also wirklich so eine Art Bibelschule, die jetzt auch erstmal kostenlos ist. Und ja, die unter verschiedenen Tarnnamen in Deutschland läuft. Sie wechseln ständig ihre Namen. Mal heißt es Bible Center, Open Bible Academy, Deutschland Zion Gemeinde, International Bible School, Christliches Abendzentrum und so weiter. Immer wenn einer wieder was Kritisches dazu gesagt hat, ändern sie ihren Namen. In Präsenzzeiten wechseln sie die Orte, wenn einer was Kritisches gesagt hat. In einem ersten Abschnitt dieses Kurses geht es um Gleichnisse und Prophezeiungen. Das ist überhaupt so das Typische, woran man vielleicht auch diese Gruppe speziell erkennen kann. Wenn jemand sagt, ich hätte Interesse, ein Bibelstudium anzubieten, wo es um Gleichnisse geht oder um Prophezeiungen, um das richtige Verständnis von Prophezeiungen, dann sollte man hellhörig werden. In einem zweiten Abschnitt des Kurses geht es um den Zusammenhang von Altem und Neuem Testament und im dritten Abschnitt, dem Höhepunkt, dann um die Offenbarung des Johannes. Und erst in diesem letzten Abschnitt erfährt man dann etwas über Lee Man-hee. Da kommt der Name zum ersten Mal vor. Die ersten Monate, du kannst ein Jahr lang bei Xing Zhongji sein, ohne dass jemals dieser Name fällt, ohne dass jemals der Name des Gründers fällt. Es geht nur um Bibel, Gleichnisse, Prophezeiungen, Auslegung, so dass es sehr schwer zu durchschauen ist. Also, und man wird sehr in Atem gehalten. Man muss ständig studieren, alle 2 Tage im Grunde wieder eine neue Kurseinheit. Und man wird dazu so einen Kurs eingeladen und sieht, aha, 25 Kursteilnehmer und so. Und mit der Zeit merkt man, ah, hier sind aber auch Leute dabei, die sind schon länger bei Xing Zhongji. Also die Strategie ist, dass sozusagen immer in diesen Hauskreisen und Kursen gestandene Mitglieder sich da so reinmischen und erstmal so tun, als ob sie auch so Interessierte sind.
Erst mit der Zeit merkt man, wie sehr sie schon die Lehre verinnerlicht haben. Die sind dazu da, um die Neuen zu begleiten, zu umgeben, ihre Zweifel auszuräumen, sie zu bestärken, dass Xingyongji was Gutes ist. Ja, das ist ihre Strategie, Leute erstmal so reinzuziehen, bis man so tief drin ist, dass man es wirklich innerlich gut findet und dann wird erst die Wahrheit über die Gruppe offenbart. Die Wahrheit ist nämlich, dass man sich für die allein selig machende Kirche hält. Alle anderen christlichen Kirchen und Gemeinden außer Xingyongji hält man als verdorben. Die sind alle abhängig von Macht und Ruhm und Geld und die Pastoren glauben doch nicht wirklich mehr an die Wiederkunft Christi und so weiter. Die Theologen sind ganz schlimm, damit muss man sofort aufhören. Und ja, wie gesagt, Dreieinigkeit geht auch nicht. Die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes wird auch abgelehnt. Man merkt dann schon, wenn man richtig tief drin ist, wie sehr anders das und wie feindlich das gegenüber dem Rest der Christenheit ist. Man versteht sich nicht als eine Kirche unter vielen, sondern als die einzig wahre. Und damit sind wir bei der Kritik der Selbstanspruch von dem Gründer Lee Man-hee. Als einzigen endzeitlichen Ausleger der Bibel ist natürlich völlig überhöht. Ich fühlte mich erinnert an Lukas 21, Vers 8, wo Jesus sprach: Seht zu, lasst euch nicht verführen. Viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen. Jesus sagt: Lauft ihnen nicht nach. Und das würde ich auch hier zu dieser Gruppe sagen: Lauft ihnen nicht nach. Die Auslegung der Bibel im Sinne von Xingyongji entspricht in vielen Fällen nicht dem buchstäblichen Sinn der Texte. Wenn man da länger in den Kursen drin ist, merkt man, wie verdreht manches ist, wie immer diese schwarz-weiß-göttlich-satanische Brille da drauf gelegt wird. Es ist eine willkürliche Auslegung, die die Bibel anders interpretiert als der Rest der Christenheit, die bewusst die biblischen Inhalte manipuliert. Und die letztlich das Ziel hat, Lee Man-hee als die entscheidende Person der Endzeit zu erweisen, um dann zu sagen, wir in Xingyongji sind die allein selig machende endzeitliche Kirche, wir sind der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, was auf die Erde herabkommen wird, wir machen schon mal den Anfang. Die anderen Kirchen sind alle verdorben und ja, also Xingyongji ist nicht ökumenefähig, wollen sie auch gar nicht sein. Eine Mitgliedschaft bei Xingyongji und eine Mitgliedschaft in irgendeiner anderen christlichen Gruppierung schließen sich aus. Und ich würde sagen, das Gefährliche an dieser Bewegung ist, dass sie tatsächlich eben mit falschen Karten spielt, dass sie nicht mit offenen Karten spielt, dass sie ihre wahre Identität bewusst verschleiert hinter einer Vielzahl von Decknamen, fast wie eine Untergrundbewegung. Und je tiefer man hineinfindet, desto aggressiver werden die Integrationsmaßnahmen, desto geheimnisvoller wird das, desto exklusiver, desto abgeschlossener werden die Leute. Ich habe von jemandem gehört, der im Internet einen Kurs mitgemacht hat, wo nur seine Mutter mal im Hintergrund durchs Bild gelaufen ist und er schon gleich Ärger gekriegt hat. Nein, es darf kein anderer irgendwie erfahren, was wir hier machen und so. Ja, und wenn man dann richtig tief drin ist, wird es auch sehr schwer, wieder auszusteigen. Das ist dann oft mit Drohungen verbunden, mit Nachstellungen. Man wird so, wenn man was Kritisches äußert oder sagt, man will nicht mehr zu der Gruppe dazugehören, wird man auch von den anderen Teilnehmern gleich isoliert, man hat keine Kontaktadressen mehr, um nicht andere noch aus der Bewegung mit rauszuziehen. Von daher würde ich als Tipp mitgeben für diese Gruppe, erstmal misstrauisch zu sein, wenn eine Gruppe ein Bibelleseangebot und ein Kursangebot macht, ohne sich klar zu identifizieren. Christliche Gruppen dürfen gerne Bibelstudienangebote machen, das ist super. Aber dann müsste es doch eigentlich auch so sein, dass man sagen kann, zu welcher Kirche gehöre ich, was ist meine Lehre und dass man sich neutral erstmal über den Hintergrund einer Gruppe informieren kann. Sonst
wirkt es schon sehr elitär, sehr sektenhaft und so ist das nun mal bei Xinjiang Ji. Von daher würde ich sagen, misstrauisch sein, wenn die Identität verschleiert wird, misstrauisch sein, wenn abweichende Meinungen sofort verworfen werden, wenn kritische Fragen nicht zugelassen oder nicht toleriert werden. Immer zurückhaltend sein, wenn es um Geld geht, da so zu viel Geld reinzubuttern, bevor man weiß, was das wirklich ist. Auch persönliche Daten und Informationen nicht vorschnell weitergeben. Wenn man sich unsicher ist, die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, aber auch in Frankfurt, sind inzwischen sehr gut informiert über Xinjiang Ji. Da kann man anrufen und sich Hilfe holen. Wenn einem etwas selber seltsam vorkommt, bitte Hilfe holen, bitte sich informieren, sich auch nicht einschüchtern lassen, dass man keinen kann, dass man sozusagen nichts von Kritikern sich holen soll an Informationen. Und ich würde schon sagen, den Kontakt irgendwann abbrechen zu Xinjiang Ji. Dann sollte man das ganz deutlich sagen, dass man sich von der Gruppe distanziert, dass man keinen weiteren Kontakt wünscht. Wenn die Gruppe dann tatsächlich einen noch weiter bedrängt, wenn sie übergriffig wird, wenn sie einem nachstellt, wenn sie sozusagen einem stalkt oder so, dann würde ich sagen, kann man auch im Grenzfall die Polizei informieren, um sich selbst zu schützen. Das kann mal nötig sein. Also, ich persönlich würde warnen vor dieser Gruppe Xinjiang Ji und gerade weil sie in ihrer Strategie nicht offen und ehrlich sind, zeigt das für mich schon, dass, ja, dass es keine gute Gruppierung ist und je tiefer man sich mit der Theologie befasst, desto mehr merkt man, wie grundverschieden das ist von der christlichen Theologie und wie sie die Bibel verdrehen und nur instrumentalisieren, um ihren eigenen Messias hochzustilisieren. Das mal als kleiner Ausflug in eine Gruppe, von der man sonst vielleicht nicht viel hört.